Halleluja. Lass uns zusammen aufstehen und wir wollen zusammen beten. Jesus, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir, dass du der König bist und wir kommen zusammen als deine Kinder, Jesus. Wir lieben dich und wir sagen, du bist das Zentrum dieser Gemeinde. Du bist das Zentrum, worum wir heute zusammenkommen. Du bist derjenige, worum wir heute eingeschaltet haben. Du bist derjenige, den wir lieben. Und wir sagen, dieser Ort ist ein Ort der Heilung. Dieser Ort ist ein Ort der Bekehrung. Dieser Ort ist ein Ort der Fülle und der Durchbrüche Gottes. Dieser Kanal ist ein Kanal, wo Menschen frei werden. Und wenn Menschen zuschauen oder hier sind, werden sie heute deine Herrlichkeit erleben, zu deiner Ehre in Jesu Namen. Und alle sagen, sag mal deinem Nachbar, falls da nicht 1,5 Meter Abstand von dir ist, heute wird Gott heilen. Halleluja. Und ihr dürft gerne Platz nehmen. Halleluja. Danke, Jesus. So schön, dass du da bist, dass du einen der begehrten Plätze hast, hier im Missionswerk Strahlen der Freude, vor Ort in Pforzheim. Manche sind hunderte Kilometer gefahren, ja, mehrere hundert von Norddeutschland, von Mitteldeutschland haben wir Leute hier, aus der Schweiz haben wir Leute hier. Und schön, dass du eingeschaltet hast online, schön, dass du dabei bist und erwarte heute ein Wort vom Himmel, ja, für dich, der du dabei bist. Und schön, dass du hier bist, das ist richtig gut. Wir wollen gleich ins Wort Gottes hineinsteigen und zusammen lesen aus Johannes Kapitel 5, Vers 1 bis 16. Und wir wollen heute sprechen über die Heilung am Teich Bethesda. Eine Bibelstelle, die sehr, sehr, sehr prophetisch ist, die sehr, sehr besonders ist. Etwas, das wichtig ist für das Reich Gottes. Und ich möchte euch einladen, dass ihr diese Geschichte lest, wie wenn ihr sie noch nie gelesen habt. Ganz offen zu sein für das, was Gott heute dir sagen will. Johannes Kapitel 5, Vers 1 bis Vers 16. Und danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Vers 2. Es ist aber in Jerusalem bei den Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesem lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer und Dürrer. Jetzt kommt ein Einschub, andere Handschriften fügen hinzu, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel des Herrn stieg zu bestimmter Zeit in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Vers 5. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre, können wir das zusammen sagen? Noch im Chor bitte gleichzeitig, 38 Jahre, genau. Das ist nicht wenig. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass dieser schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Vers 7. Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Vers 8. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jedem Tag Sabbat. Jetzt kommt das Problem. Es sagten nun die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat und es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sagte mir, nimm dein Bett auf und geh umher. Kennt ihr diese Geschichte? Die Frau, die du mir gegeben hast, sie hat das gemacht, ja? Schon bei Adam und Eva war das schon so, ja, genau das gleiche heute. Jesus war ihr Schuld, ja? Okay. Vers 12, sie fragten ihn, wer ist der Mensch, der dir sagte, nimm dein Bett auf und geh umher? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Vers 14, danach findet Jesus ihn in dem Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden.
sündige nicht mehr, damit nichts Ärgeres widerfährt. Vers 15, der Mensch ging hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Halleluja. Ihr könnt gerne Amen sagen. Wunderbar. Johannes 5 erklärt uns eine Bibelstelle, eine Situation von Jesus, die ist einzigartig. Eine Situation, die sehr interessant ist, wo viele Fragen aufkommen, aber auch wo viele Antworten hineinkommen. Und Johannes 5 erklärt hier die Situation, Jesus läuft in der Gegend herum. Jesus ist da und plötzlich kommt er an diesen Ort, der da heißt Bethesda. Und dieser Ort Bethesda, er war sehr, sehr bekannt. Er war so bekannt, dass Jesus nicht bekannt war. Okay. Alles gut. Dieser Ort hatte eine Heilungskraft, dass sie den Heiler verpasst haben. Auf welche Kraft wartest du? Dieser Ort war bekannt, dass ein Engel des Herrn kommt. Achtung, Neues Testament. Ein Engel des Herrn kommt zu einer Stunde und dieser Engel des Herrn hat einen Auftrag vom Herrn. Oder? Das war nicht vom Teufel. War vom Herrn. Und dieser Engel hatte den Auftrag, neutestamentliche Ordnung, Wasser zu bewegen. Ja? Und wer auch immer dann da drin reingesprungen ist, der wurde gesund. Aber nur einer. Ein Einzelner. Dieser Mann mit 38 Jahren hier war richtig am Ende. Er war krank. Wir wissen den Namen nicht, wir wissen die Krankheit nicht, aber es war schlimm mit ihm. Und er wollte die ganze Zeit hineinkommen. Stellt euch mal die Situation vor. Dann denkt er am 12. Juni und am 18. August und am 20. Dezember immer das Gleiche. Vielleicht heute. Vielleicht heute, wenn nicht der Lukas schneller ist und der Klaus schneller ist und die Sabine schneller ist und die alle mit mir hier im Kreis als Kranke rumliegen. Vielleicht, wenn die nicht so schnell sind wie ich. Vielleicht heute wird mein Moment kommen. Und er wartet ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 38 Jahre. Und da kommt eine Sache, die heißt Hoffnungslosigkeit. Und da wartet dieser Mann immer wieder auf diesen Teich und er hat die einzige Hoffnung, seine Hoffnung ist ab in den Teich. Aber seine Situation erlaubt es nicht. Und er sieht, jeden Tag sieht er einen Menschen, der geheilt wird. Jeden Tag sieht er jemand, der in den Teich hineinkommt vor ihm und seine Heilung bekommt, seine Antwort bekommt, aber er geht leer aus. Ich möchte dich fragen, wie lange bist du schon, wartest du schon auf dein Wunder? Wie lange wartest du schon auf die Erfüllung? Wie lange wartest du schon darauf, dass du die Antwort bekommst und du siehst aber der andere in der Gemeinde, der bekommt es immer. Ich wollte schon immer auf der Bühne singen, aber der andere darf es. Ich wollte schon immer geheilt werden und ich höre so viele Heilungen, aber mich trifft es irgendwie nie. Ich wollte schon immer heiraten, aber ich habe keinen so guten Mann gefunden. Ich wollte schon immer mal versetzt werden, aber ich konnte nicht. Ich wollte schon immer mal predigen, aber ich konnte nicht. Ich wollte schon immer mal das tun, was der andere tut und es ging nicht. Ich wollte auch so ein schönes Haus haben, aber ich habe es nicht. Ich wollte auch schwanger werden und es ging nicht. Und die anderen, und die Kinder laufen hier einfach rum. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe, der hat einen besseren Mann, der hat eine bessere Frau, der hat ein Kind, der hat ein Haus und denen geht's besser. Und ich warte schon seit 38 Jahren. Die gleichen Gefühle, die dieser Mann hatte, haben manche in der Gemeinde heute. Sie warten auf ihre Antwort, sie warten auf den Moment, wo sie in den Teich hineinkommen und sie vergleichen sich immer mit der Gruppe der anderen Kranken. Sie vergleichen sich immer mit der Gruppe der anderen Menschen in der Gemeinde, der anderen Menschen in ihrer Umgebung. Und sie warten auf diesen Moment, endlich mal in den Teich hineinzukommen und sie verpassen, dass der Heiler in ihnen wohnt. Und dieser Mann, 38 Jahre lang krank, und er wartet auf den Moment. Er wartet auf diesen Moment, wo er endlich mal die Antwort für sein Leben findet.
Ich möchte dich ermutigen, schmeiß deine Sorgen auf Jesus. Und wenn du deine Last auf Jesus wirfst und trachtest nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, wird wie viel? Alles andere dir hinzugetan werden. Gott hat die Lösung für deine Situation. Gott hat die Lösung für dein Problem. Gott hat die Heilung für deinen Körper. Gott hat die Finanzen, die du brauchst. Gott hat den Ehepartner, den du brauchst. Gott hat die Kinder, die du brauchst. Halleluja. Es wurde immer leiser bei diesen Amens, ja. Halleluja. Gott ist der Gott der Versorgung. Schau doch nicht da drauf, wie lange du schon wartest und wie lange schon die Probleme da sind. Ihr glaubt gar nicht, es wird immer schlimmer, diese Gespräche. Manchmal, ich kann nicht mal Hallo sagen, schon plappern die Leute raus, ja. Und dann geht es immer los mit irgendwelchen Problemen. Hör doch mal auf diese Probleme zu schauen. Jesus stellt die Frage, willst du gesund werden? Und er plappert nur seine Probleme raus. Ich hab da niemand. Er hat selbst die Frage verpasst. Von Jesus. Das Gute ist, Jesus juckt das nicht. Jesus ist größer wie deine Umstände, weißt du das? Das ist unser König. Und dieser Mann, 38 Jahre mit seinen Problemen, und er weiß nicht weiter und hofft auf den Moment, endlich mal hineinzuspringen in diesen Teich. Wann kommt die Kraft zu mir? Wann kommt meine Lösung? Wann kommt der Moment, wo ich sagen kann, ich wurde geheilt, ich wurde berührt, ich wurde verändert? Ich lade dich ein. Änder deinen Blick von den Problemen hin zu dem Problemlöser Jesus Christus. Als ich damals geheilt wurde von MS, unheilbare Krankheit, haben mich so viele Leute angerufen damals. Und ein Esoterik-Ehepaar ruft mich an und fragt, sag uns das Prinzip der Heilung. Und sie wollten diese Kraft wie dieser 38-jährige Mann oder 38 Jahre alter Mann, der schon so viele Jahre in der Krankheit sitzt. Und sie fragen mich, sag mir das Prinzip der Heilung. Und ich habe eins verstanden, sie wollen eine Kraft haben, eine Energie spüren, eine Lösung haben. Ich habe es bekommen, ich bin plötzlich in diesem Teich gewesen, ja. Und erklär uns, wie das funktioniert. Erklär uns das. Und ich habe eins verstanden, sie wollen die Kraft ohne den Kraftgeber. Sie wollen die Heilung ohne den Heiler. Heilung hat etwas zu tun mit Beziehung und nicht mit einem Produkt der Heilung. So bitte, bitte, komm zum Heiler, komm zum Schöpfer und nicht irgendwie eine Problemlösung deines Problems und hier, Achtung, hast du ein Schmerzmittel und dir geht's besser, hier hast du ein Pflaster und dir geht's besser. Nein, wenn du zu Jesus kommst, macht er alles neu, alles, alles. Und das Alte ist vergangen und Neues ist geworden, Amen. So ist unser König, so ist unser König, wenn er kommt, kommt er nicht mit dem Pflaster oder mit Schmerzmittel. Wenn Jesus kommt, macht er alles neu. Alles, 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 alles. Können wir zusammen sagen? Alles neu. Deine Worte haben Macht. Wir spielen hier nicht, sondern deine Worte haben Kraft. Und dieser Mann, 38 Jahre, sitzt an diesem Teich. Und dieser Teich Bethesda, er heißt Haus der Barmherzigkeit. Das heißt Bethesda. Oder fließendes Wasser. In diesem Moment, wenn du an diesen Ort von Bethesda kommst, kommst du an den Haus der Barmherzigkeit. Wenn du in die Gemeinde kommst, kommst du in das Haus der Barmherzigkeit. Wenn du zu Jesus kommst, kommt fließendes Wasser. Wenn du zu Jesus kommst, kommt fließendes Wasser, kommt dieser Ort Bethesda. Und dieser Ort ist heute noch da, weißt du das? Er ist heute noch da. Und wir lesen hier in Vers 3 und 4, eine Menge kranker, blinder, lahmer und dürrer lagen darum. Wer ist schlimmer? Hm? Der Kranke oder der Blinde oder der Lahme oder der Dürre? Ja? Die Gruppe von irgendwelchen Kranken, ja? Die da miteinander kämpfen irgendwie. Wer schafft zuerst in das Wasser hinein? Mangelgesellschaft, ja. Und eine große Gruppe an Kranken, eine Menge war dort. Jeden Tag, alle haben gewartet auf den Moment. Und so interessant, der Engel kommt zu einer bestimmten Zeit, bewegt das Wasser. Und wenn die Bewegung begonnen hat, der Erste, wo reingesprungen ist, das war voll egal, welche Krankheit er hatte. Voll egal. Wichtig ist diese Berührung da drin. Mit welcher er auch behaftet war, er wurde gesund. Und dieser Mann, 38 Jahre, mit seiner Krankheit, lag schon dort. Wir wissen nicht, wie viele Jahre er dort lag, aber wahrscheinlich 38 Jahre. Er hat da nichts zu tun gehabt. Konnte hier eh nichts machen. Und er hat gewartet, immer jeden Tag auf diesen Moment. Und da kommt Jesus im Vers 6. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass
es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm. Achtung, dieses Vers 6 nochmal. Spricht er zu ihm. Und das ist eine ganz wichtige Stelle, auf die wollen wir hineingehen. Willst du gesund werden? Es ist so offensichtlich, er wartet ja schon 38 Jahre dort. Aber Jesus stellt hier eine Frage und die ist ganz wichtig und die möchte ich euch da auch stellen. Willst du deine Lösung haben? Willst du gesund werden? Warum sagt Jesus das? Jede Heilung braucht eine Äußerung des Glaubens. Jede Heilung braucht einen Schritt des Glaubens oder eine Tat des Glaubens. Warum? Weil Glaube ohne Werke ist tot. Und er ruft ihn raus, eine Äußerung des Glaubens zu machen. Bei der Vorbereitung hat Jesus mir vier Gruppen gezeigt, die es gibt in dieser Geschichte. Und ich möchte dich einladen, dass du mal zuhörst, in welcher Gruppe du dich befindest. Gruppe Nummer eins, es war diese Gruppe an Menge von Kranker, Lahmer, Blinder und Dürrer. Die waren alle da. Es war eine große, große Gruppe. Die Gruppe der Notleidenden. Die Gruppe, die Zweifel hatte. Die Gruppe, die schwer hatte. Die Gruppe der Hoffnungslosigkeit. Diese Gruppe gab es. Die zweite Gruppe ist die Gruppe der Jünger. Ja? Der Johannes zum Beispiel hat ja zugeguckt, was da passiert ist. Und hat immer geschaut, ja, wie Jesus das macht und so. Voll gut. Und die Jünger, die haben zugeschaut, wie Jesus das ganze Ding macht. Haben aber selber nicht geheilt in diesem Moment. Das ist die Gruppe der Jünger. Also Gruppe der Kranke, Gruppe der Jünger. Und und dann gab es die Einzelnen, die geheilt wurden. Jeden Tag einer. Ein Einzelner. Und dann gab es die Gruppe der Juden, der Gesetzesgelehrten. Die haben alles besser drauf. Die wissen alles besser. Die vier Gruppen. Die Gruppe der Nachfolger. Es gab die Gruppe der Kranken, die Einzelnen, die rausgezogen wurden, die geheilt wurden. Und es gab die tollen Juden. Wir wollen mal in alle hinein gucken. Warum ist das wichtig? Jesus hat kapiert, wenn die Gesetzesgelehrten in ihrer Gruppe bleiben, verpassen sie das Wunder. Wenn die Gruppe der Kranken in ihrer Hoffnungslosigkeit bleiben, verpassen sie ihr Wunder. Wenn die Gruppe der Nachfolger nur zuschauen, verpassen sie auch ihr Wunder. Und Jesus kommt, Vers 6 nochmal, Jesus kommt in diesem Moment zu dem Kranken. Und er weiß doch deutlich, was er will, oder? Jesus weiß doch, dass er gesund werden will. Wenn Jesus eine Frage stellt, stellt er sie nicht, damit er die Antwort bekommt. Denn er weiß die Antwort. Wenn Jesus dir eine Frage stellt, stellt er dir eine Frage, damit du drüber nachdenkst. Warum fragt Jesus diese Frage? Willst du gesund werden? So offensichtlich. Aber er stellt die Frage mit einem Ziel, um diesen einen Einzelnen herauszuholen aus seiner Gruppe der Krankheit. Nur durch diese Frage kommt er heraus und er zieht ihn raus mit dieser Frage. Er fordert ihn heraus und sagt, willst du gesund werden? Und er zieht ihn mit dieser Frage raus aus seiner Umgebung. Und ich lade dich ein, wenn du schon viele Jahre kämpfst mit einer wartenden Gebetserhörung und Gott, wann kommst du endlich in mein Leben? Ich lade dich ein, dass du jetzt gleich reagierst auf die Frage vom Himmel, die da heißt, willst du frei werden? Wenn du nicht reagierst, bleibst du in deiner Krankengruppe drin. Ich lade dich ein, Jesus ist heute hier. Und wenn Jesus dir die Frage stellt, willst du gesund werden? Willst du frei werden? Heißt das, Jesus wollte diesen Mann rausholen. Es geht aber nur mit einer Äußerung des Glaubens. Und dieser Mann, er antwortet, ist auch interessant, Vers 7, der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft. Boom, ja, hier, schmeiß mal rein. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Das ist nicht die Antwort auf seine Frage, oder? Das war die Antwort aufgrund seiner Probleme. Das genügt aber schon. Hauptsache,
du machst irgendeine Äußerung des Glaubens. Wenn du nur Glauben hast wie ein Senfkorn, das reicht schon. Aber hab ein Glauben wie ein Senfkorn. Und Jesus fordert dich heraus und sagt, willst du gesund werden? Willst du frei werden? Willst du rauskommen? Und mit dieser Frage reizt Jesus ihn und zieht ihn raus und sagt, gib mir die Antwort. Und er sagt hier irgendeine Antwort, ist auch gerade egal, was für eine Antwort. Ja, aber er hat eine Antwort gegeben und das hat schon genügt, weil da drin ist der Wunsch enthalten, ja, ich will. So wie bei der Hochzeit, ja, ich will. Ja? Und dann sagt Jesus, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Ich lade dich ein, dass du jetzt umswitcht vom Zuhören hin zum Empfangen. Ich will jetzt wichtige Fragen stellen gleich. Und jetzt wird ein Moment kommen des Empfangens. Jesus hat gefragt, willst du geheilt werden? Willst du gesund werden? Die gleiche Frage stelle ich jetzt hier. Und ich werde dir ein paar Sekunden geben, dass du auf die Frage antwortest zu Jesus, der hier ist. Willst du frei werden? Mach kurz deine Augen zu und gib Jesus eine Antwort. Jesus hat es gehört, was du gesagt hast. Jesus antwortet in diesem Vers hier, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Du liegst zwar nicht auf deinem Bett, aber du bist auf deinem Stuhl. Ich lade dich ein, dass du einen Schritt des Glaubens machst. Ich spreche die Antwort für deine Lösung jetzt aus gleich. Wer es packt, der hat es. Ist nur durch den Glauben möglich. Die Frage ist gekommen, willst du frei werden? Du hast die Antwort gegeben. Das Rema-Wort vom Himmel kommt. Steh auf, nimm deinen Stuhl und geh umher. Wunderbar. Darfst du dich wieder hinsetzen? Was gerade eben passiert ist, war, wenn man es geistlich nicht versteht, lächerlich. Für die, wo es im Glauben gepackt haben, ist jetzt eine Situation der Heilung geschehen. Jesu Worte sind dieselben, gestern, heute und alle Ewigkeit. Wenn du das gepackt hast im Glauben, hast du heute deine Heilung bekommen. Wir müssen raus aus den Ritualen, hinein in den Glauben. Das Ritual heißt, einer am Tag wird geheilt und der, wo reinkommt, und Jesus zieht ihn raus mit dieser Frage, willst du frei werden, willst du gesund werden? Und dann macht er etwas, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Zum Glück steht hier nicht drin, steh auf, nimm deinen Stuhl und geh nach Hause. Ja? Also, ja, gibt auch einen anderen Vers, ja. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Ich war glücklich, dass er so formuliert hat, sonst wären hier nicht mehr viele Leute. Ja? Wäre aber auch nicht schlimm gewesen, wenn du deine Lösung hast, kannst du nach Hause gehen. Ja? Aber gut, wenn du da bleibst. Ja? Und Jesus stellt hier diese Frage, du hast heute geantwortet, und viele haben gerade eben reagiert. Manche haben skeptisch geguckt. Manche haben lächerlich gelacht. Manche haben es richtig im Glauben genommen. Und als ich in der Vorbereitung war, hat Gott mir gezeigt, die ersten, die das im Glauben ergriffen haben, die werden heute ihre Antwort bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Du wurdest heute rausgezogen. Wir werden am Ende noch mit dem Wort der Erkenntnis dienen. Und Dinge aussprechen, die heute geheilt werden und die heute frei werden.
Jesus kommt zu der Gruppe der Kranken. Mit der Frage zieht er die raus. Und in diesem Moment ist er frei. Er wird vollständig geheilt. Was passiert in diesem Moment? Und sofort wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jedem Tag Sabbat. Das ist jetzt das Problem, ja? Jetzt kommen wir gleich zu der nächsten Gruppe. Also, Gruppe Nummer 1. Wenn du krank bist, hör auf, in deiner Clique der Kranken rumzuposaunen, wie schlimm es für dich ist. Fang an, den König zu loben, Jesus Christus. Nimm täglich deinen Stuhl zu Hause und geh umher. Kein Witz. Mach es nicht als Ritual. Mach es als Glaube, ja? Wie oft bist du schon zum Ritual gekommen? Ja, ich komme immer nach vorne und leg mir die Hände auf. Ich komme immer zum Heilungsgottesdienst. Ich komme immer, ich mache, ich reiße allen möglichen Leuten rum in der Hoffnung, dass ich endlich mal irgendwo geheilt werde. Das ist doch nicht Glaube. Das ist Ritual, wie der 38 Jahre lange Kranke versucht hat, immer wieder reinzukommen. Der Schlüssel im neuen Bund nennt man Glaube. Und der Glaube manchmal ist eine ziemlich verrückte Tat. So wie ihr ziemlich verrückt hier rumgelaufen seid. Aber aus dem Himmel war das mega. Es war stark. Was ich gemacht habe, war ein Schritt des Glaubens. So, das war die Gruppe Nummer 1. Ich lade dich ein, wenn du in dieser Gruppe warst, komm raus. Wenn du immer noch drin bist, komm raus. Wenn du jetzt rausgekommen bist, bleib draußen. Spring nicht wieder zurück. Wir bleiben kurz bei dieser Gruppe. Wenn du jetzt frei geworden bist, wir gehen zum drittletzten Vers, Vers 14. Jesus findet ihn im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit nichts Ärgeres widerfährt oder damit dir nichts Ärgeres widerfährt. Kann es sein, dass die Krankheit zurückkommt? Deutlich ja. Jesus sagt es hier. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Heilung und Sünde? Ja, deutlich. Gibt es. Als ich damals frei wurde von MS und dann wollte das Ding wieder zurückkommen, ich war richtig geschockt. Hey, warum kommt das Zeug wieder zurück? Ich bin doch geheilt. Mein Vater hat angefangen zu lachen. Daniel, jetzt beginnt der Kampf des Glaubens. Und wir sind durchgegangen und heute bin ich 18 Jahre vollständig geheilt. Weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt, sein Name ist Jesus. Vielleicht hast du heute deine Lösung gefunden und du gehst raus und redest die falschen Worte und in diesem Moment verlierst du deine Lösung gerade wieder. Achte bitte auf deine Worte, achte auf deine Gefühle, achte auf deine Gedanken. Wenn du frei geworden bist, wenn du geheilt worden bist, hier ist die Lösung, die nicht ich sage, sondern Jesus sagt. Sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfährt. Das gibt es in beiden Bereichen, beim Befreiungsdienst, also wenn du frei geworden bist aus Depression, aus Zweifel, Selbstmordgedanken, Traumata, was auch immer, psychischen Krankheiten, dämonische Belastung, was auch immer. Frei geworden bist da drin, sagt Jesus selber diese Warnung. Wenn dein Haus gekehrt ist, also wenn es nicht voll ist mit dem Wort Gottes, suchen die wieder 7 andere und kommen zurück und dann ist es am Ende noch schlimmer wie davor. Also wenn du frei geworden wirst von Dämonen, bitte Vollzeit-Bibelschule, ja, zieh alles rein, was du kannst, Wort Gottes, Lobpreis, ja, mach dich voll mit dem Wort Gottes. Zweite Ebene, genau das Gleiche, wenn du geheilt worden bist, bleib bitte auch geheilt. Das eine ist, geheilt zu werden, das andere ist, geheilt zu bleiben. Das eine ist die Lösung zu bekommen, das andere ist, die Lösung zu behalten. Wie oft lassen wir uns berauben immer wieder? Weil wir in die Zweifel reinkommen, in die Gefühle, in diese Vorstellung, in diesen, oh nein, mein Körper, oh nein, da zickt wieder irgendwas rum, oh nein, oh nein, oh nein. Und Jesus sagt dir, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres, nichts Schlimmeres widerfährt. Wenn Jesus kommt, gibt er dir die ganze Ladung der Gnade kostenlos für dich, alles. Ob du es behältst, ist deine Frage. Bitte, bitte, bitte. Wenn Jesus kommt, macht er nicht nur ein Trostpflaster drauf und jetzt kannst du weiterleben wie davor. Wenn Jesus in dein Leben kommt, will er dein ganzes Leben verändern. Alles, 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 alles. Und er will dir Besseres geben wie nur eine Lösung. Dass du mehr Finanzen hast oder ein Kind hast oder einen Ehepartner hast oder irgendeine Heilung hast. Darum geht es Gott doch nicht in erster Linie. Gott will dein Herz haben. Jesus will dein ganzes Leben haben. Dafür ist er gekommen. Und er sagt, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfährt. Nicht von ihm, sondern von den Mächten der Finsternis. Und ich lade dich ein. Sei gesund und bleib gesund. Bekomm die Lösung und behalt die Lösung. Sei frei und bleib frei. Das ist die Antwort auf die Gruppe der Kranken und die Antwort auf die Gruppe, die die Lösung bekommen haben. Du hast heute eine Lösung bekommen. Wir machen das voll aus dem Glauben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, Amen. Okay, ihr macht das richtig gut.
Die Heilung kommt. Er sagt, sofort wurde er gesund, nahm sein Bett und ging umher. Was zeigt uns das? Jesus steht über jedem Engel, der auch von Gott gesandt ist. Und er ist recht über jeder Kraft. Über jeder Kraft. Jesus ist größer wie jede Kraftquelle. Du musst nicht irgendwo hin pilgern an einen Ort, wo es Kraft gibt. Du musst nicht suchen in fernöstlichen Religion, wo irgendwo eine Kraft kommt. Du musst nicht gucken bei irgendeinem coolen Seminar dich anmelden, wo irgendwo eine Kraft hochkommen könnte. Jesus ist größer wie jede Esoterik, Jesus ist größer wie jeder Buddhismus, Jesus ist größer wie jede Kraftquelle. Jesus ist der Einzige, der freisetzt und Jesus ist der Einzige, der einen Frieden gibt, wie die Welt nicht geben kann. Ich lade dich ein, änder die Kraftquelle vom Suchen einer Kraft und Energie hin zum Finden vom Kraftgeber. Zur Energiequelle Jesus Christus. Er ist größer wie jeder Engel. Und das Coole ist, er braucht nicht diese bestimmte Zeit. Es gibt ja nur eine bestimmte Zeit, wo der Engel so rummacht und dann springt einer rein. Das Gute ist, Jesus ist größer wie dieser Engel. Jesus ist größer wie diese Zeit und Jesus ist größer wie dieses Wasser. Er braucht diese ganzen Formen nicht. Das heißt, Jesus kann dich in der Toilette heilen. Mitten in der Dusche. Mitten beim Kochen. Mitten beim Schlafen, den Sein gibt es im Schlaf. Er kann alles. Er ist größer wie dein Kopf. Er ist gnädiger wie dein Herz. Jesus ist, und er macht es manchmal anders, wie wir denken. Jesus tat damals und heute noch Wunder. Jesus kann anders handeln, als du gewohnt bist oder als du erwartest. Jesus ist der Herr über Leben und Tod und auch über deine Heilung. Jesus entscheidet, wann du geheilt wirst. Selbst an den aus unserer Sicht unpassendsten Tagen, zum Beispiel am Sabbat. Jesus kommt zu dir, wenn du Heilung brauchst. Er lässt dich nicht alleine. Jesus kann dich heilen, auch wenn du die Hoffnung schon aufgegeben hast. Er ist gnädig. Und wenn du schon so viele Jahre wartest auf dein Wunder, Jesus kann heute kommen. Er ist heute gekommen, halte das fest im Glauben. Das ist die eine Gruppe. Dann kommt die zweite Gruppe. Die Nachfolger. Die lernen immer alles. Die sind immer da bei jedem Gottesdienst. Bei jeder Veranstaltung, die haben alles kapiert, haben beide Bibelschulmodule schon durch, verstehen alles ganz genau, sind immer treu da, aber tun nichts. Jesus sagt, heil die Kranken, treib Dämonen aus, weck Tote auf. Ich lade dich ein, vom Zuschauer zum Handelnder zu werden. Fang du an, es zu tun. Warte nicht, bis du dein abgeschlossenes Studium hast im christlichen Bereich, bis du endlich mal anfangen könntest. Nein, Jesus sagt, komm und folge mir nach. Und dann kickt sie raus und sagt, treibt ihr Dämonen aus, let's go. Und die kriegen es gar nicht hin. Ja? Und dann kommen sie zurück und dann darfst du lernen. Das ist dann Bibelschule live. Viel besser. Ich lade dich ein, wenn du in der Gruppe der Zuschauer bist, komm in die Gruppe der Handelnden. Denn Jesus sagt, ihr werdet die Dinge tun, die ich tat, genau wie hier, und noch größere tun. Ich lade dich ein, komm raus. Und dann gibt es die letzte Gruppe, also Gruppe Nummer 1, die ganzen Kranken. Die Gruppe Nummer 2, die wo geheilt werden, die müssen auch geheilt bleiben, ganz wichtig. Gruppe Nummer 3, die Zuschauer, also die Nachfolger, die Jünger Jesu, die sollen aktiv werden. Und jetzt kommt die Gruppe Nummer 4. Und das sind die coolen Gesetzesgelehrten. Die wissen immer alles besser. Wir wollen zurück zum Text in Vers 10. Vers 10 wollen wir hineingehen. Und es sagten nun die Juden zu den Gelähmten, es ist Sabbat und es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Cool, oder? Das Unwichtigste an diesem Moment. Aber für die Gesetzesgelehrten ist das Wichtigste. Das Gesetz. Der Punkt, der Buchstabe. Ja? Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sagte zu mir, nimm dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn, wer ist der Mensch, der zu dir sagte, nimm dein Bett auf und geh umher? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn im Tempel. Und sprach zu ihm, wir haben es schon gelesen, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit in dir nichts Ärgeres widerfährt. Der Mensch ging hin und verkündete den Juden, also diesen Gesetzgelehrten, Schriftgelehrten und so weiter,
dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Das Problem bei den Gesetzesgelehrten ist, sie denken wirklich, sie dienen Gott. Denn sie haben den Buchstaben genau gelesen. Und da steht auch drin, du darfst nichts machen am Sabbat. Das ist ja richtig, was sie sagen. Ist genau richtig. Aber Jesus geht so scharf gegen die Gesetzesgelehrten, gegen die Schriftgelehrten, dass er sagt, ihr macht den Weg zu für euch und für die, die reinkommen wollen, auch noch. Weil sie die Liebe verpasst haben. Wort mit Liebe ist schön. Wort ohne Liebe ist eine tödliche Waffe. Und hier kommt Jesus und da kommt diese vierte Gruppe und ich lade dich ein. Manche gibt es hier, die sind in dieser vierten Gruppe drin. Die wissen immer alles besser. Das Problem von diesen Gesetzesgelehrten hier, von den Juden der damaligen Zeit, sie haben die Heilung verpasst. Sie haben es überhaupt nicht gesehen. Sie haben nur den Gesetzesverstoß gesehen. Der Gesetzesverstoß plötzlich war so groß, dass sie die Heilung verpasst haben. Und verfolgen den Heiler. Hey, wie idiotisch ist das? Sie dienen dem König der Könige, wissen das gar nicht. Ja? Und denken, sie machen alles richtig und verfolgen den, dem sie eigentlich dienen wollen. Wenn du dein Leben auf den Buchstaben basierst, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Du bist in der Gefahr, dass du die Heilung übersiehst und dass du die Leute, die Jesus begnadet, ablehnst und dass die Beziehung zum Heiler zerstört wird. Mach doch diesen Quatsch nicht. Da gibt es die Gesetzesgelehrten, die nennt man bei uns heute diejenigen, die alles besser wissen. Hast du gesehen? Der hat seine Maske bis unter die Nase gemacht. Was? Ja, ja. Die wissen alles genau besser. Heute war ich im Gottesdienst. Die haben ihre Stühle rumgetragen. Die haben sich nicht gehalten an 1,5 Meter. Weißt du das? Was? Ja, ja. Und ich hatte einen Maßstab dabei. Der vor mir war nur 1,20 entfernt von mir. Nicht 1,50. Was? Ja, ja. Und die wissen alles besser. Und die haben auch recht. Es ist ja nicht falsch, was sie sagen. Es ist ja korrekt. Aber wenn Jesus kommt, juckt ihm das Zeug gar nicht. Wenn Jesus kommt, geht es um Heilung, Befreiung und Errettung. Da gibt es diese ganzen Leute, die dann sagen, warum haltet ihr den Sabbat nicht? Und Jesus sagt, hallo, geht's noch? Der Sabbat ist für die Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Also das ist was Gutes für dich, du darfst das gerne machen, das ist gut, bitte mach das. Aber wenn das dich einsperrt und weil du nur noch Gesetz halten musst, dann wirst du ein Mensch der Regeln und musst nur das erfüllen, was die Regeln sagen. Bitte hör auf mit dem Kruscht. Es gibt so viele Leute im Internet, die dann zuschauen und die dann sagen, und diese Bibelstelle war falsch ausgelegt. Und das war falsch und das war falsch und das war falsch und das war falsch. Ich lade dich ein, komm heraus aus dieser Gruppe der Gesetzesgelehrten. Komm hinein in die Gruppe der Geheilten. Jesus will dich heilen, will dich retten, will dich erlösen. Er will dich haben. Ja? Hör auf, doch darum zu diskutieren, was da falsch ist und was da richtig ist und was du denkst, was eventuell richtig sein könnte. Mach doch dein Herz auf für den Heiler, der heute dich heilen kann. Das Problem von diesen ganzen Schriftgelehrten ist, wenn sie auf ihrem Gesetz basieren, die ganze Zeit, die anderen Leute, die fühlen sich wie im Gefängnis um dich herum. Du darfst ja gar nichts machen, du darfst ja nicht mal irgendwie bewegen dich da irgendwo. Ja? Wenn Gott kommt, ist er größer wie alles. Und ich spreche es bewusst aus, hier ist ein Ort des Heiligen Geistes. Hier ist kein Ort der Gesetzlichkeit, hier ist ein Ort der Befreiung, ein Ort der Heilung, ein Ort der Erlösung, ein Ort der Freiheit. Und wenn der Heilige Geist sagt, wir machen etwas, dann machen wir es. Dann ist egal, welche coolen Gesetze es gibt. Wenn Jesus, dafür leben wir doch, für den König, doch nicht fürs Gesetz. Wir leben doch für den König der Könige. Natürlich ist es wichtig, dass wir alle Vorschriften beachten und wir sitzen schön mit Maske da und wir schön mit Abstand und ist ja alles okay. Aber viel wichtiger ist, wenn der König der Könige kommt. Wenn er spricht, dann spricht er. Und wenn er macht, dann macht er. Und ich lade dich ein, dass du das nicht verpasst, dass du dein Wunder nicht verpasst, weil du nur rumdiskutierst mit irgendwelchen Verstößen, die irgendjemand da macht.
Bitte bleib doch in der Liebe. In den letzten Tagen ist es so wichtig, dass wir in der Liebe bleiben. Bitte, 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 verpasst doch nicht dein Wunder und deine Beziehung zum Himmel, nur weil du auf solche Gesetzesverstöße Wert legst. Du hast recht, herzlichen Glückwunsch. Aber du hast das größte Ding verpasst, was es gibt. Das Wunder vom Himmel, die Erlösung vom Himmel, die Kraft vom Himmel. Ich lade dich ein. Bleib in dieser Beziehung mit Gott. Und wenn Gott spricht, ist es wichtiger wie irgendeine Regel. Ja? Möchte ich einladen da drin. Und so gibt es diese vier Gruppen, die Gott mir gezeigt hat. Die Gruppe Nummer 1, die Kranken. Ich lade dich ein, dass du rauskommst mit dieser Frage. Willst du gesund werden? Dann gibt es die Gruppe, die haben ein Wunder erlebt. Die wurden geheilt tatsächlich. Wow. Ich lade dich ein, bleib geheilt. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Dann gibt es die Gruppe der Nachfolger, die gucken immer zu, wissen alles gut, aber machen nichts. Ich lade dich ein, mach was. Treib Dämonen aus, weck Tote auf, heil die Kranken. Wie? Indem, dass du die Hände auflegst im Geschäft. Let's go. Ich? Ja, du. Du hast schon viele Bibelschulmodule gehabt, du hast schon viel gelernt, hast schon vielleicht 1000 Predigten gehört. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist langsam die Zeit, dass du aktiv wirst. Ja, und die Gruppe der coolen Gesetzgelehrten, ich lade dich ein, nimm den Geist, nicht den Buchstabe, nimm den Geist und fang an, jemand zu werden, der liebevoll Leute einladet in das Reich Gottes hinein und sei jemand, der die Lösung bringt, nicht das Problem bringt. Ja, Halleluja, so lade ich dich ein, diesen Weg zu gehen. Hebräer 11,1, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Hier ist wichtig, dass wir im Glauben, dass die Hoffnung, die du hast, die Hoffnung in Jesus, wenn du sie behältst, ist der Glaube etwas, was eine Verwirklichung dessen ist, was man hofft. Also die Hoffnungslosigkeit weg, du bringst die Hoffnung rein durch Jesus und in diesem Moment erwarten wir, dass dieser Glaube zur Wirklichkeit wird, also zur Verwirklichung hineinkommt und ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube ist etwas, du siehst noch nicht, aber du siehst schon im Herzen. Das ist Glaube. Und Jesus hat immer gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Immer. Das ist ganz wichtig. Ja? Es geht nicht darum, Rituale zu befolgen, sondern im Glauben zu ihm zu kommen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist ein kleiner Unterschied, aber ein sehr wesentlicher Unterschied. Bitte mach nicht deine Rituale, mach es im Glauben. Und wenn Gott dir etwas Verrücktes sagt, dann macht das Verrückte, okay? Hebräer 11,6. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben. Können wir das dicke mal zusammen sagen? Denn wer Gott naht, muss glauben, nicht darf glauben. Wäre schön, wenn er glaubt, wäre zu empfehlen. Nein, wenn du dich Gott nahen willst, dann musst du glauben. Ist keine Option, das ist nur das geht. Wer sich Gott naht, muss glauben, was das er ist und den, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wenn du Gott suchst, wird er dir eine Belohnung geben. Aber komm im Glauben zu ihm. Markus 9,23. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Ich lade dich ein, dass du im Glauben zu Gott kommst. Warum? Denn Jesus sagt hier das Dicke zusammen. Dem Glaubenden ist alles möglich. Wie viel? Alles. Wem? Dem Glaubenden. Nicht dem Besucher, dem Zuschauer, steht nicht drin. Dem Glaubenden. Ich lade dich ein, dass du aus der Gruppe der Besucher in die Gruppe der Glaubenden kommst. Gruppe der Zuschauer in die Gruppe der Glaubenden kommst. Dem Glaubenden ist alles möglich. Es gibt die Lösung für dein Problem. Sie gibt es im Himmel. Wie ist der Weg zum Himmel? Durch Glauben. Wer sich Gott naht, muss glauben. Wie viel ist da drin möglich? Alles. Der Zweifler bekommt nichts. Ziemlich simpel, ne? Gemeint, ihr habt es drauf, ja? Der Zweifler bekommt nichts. Er soll nicht mal denken, dass er irgendwas bekommt, sagt Jakobus. Zweifel ist nicht humanistische, anständige Denkweise. Nein, das ist hochgradig idiotisch laut Bibel. Hör auf mit deinem Zweifel. Fang an mit Glauben. Glauben ist das Entscheidende, nicht Zweifel, okay? Du sollst eins wissen, du bist nicht einer von vielen, sondern Jesus sieht dich. Und wenn eine große Gruppe von vielen Kranken da sind, die Schmerzen haben und die schlimmere Sachen haben wie du und die so viele Probleme haben und die haben so viele Probleme,
Und du denkst, okay, ja, vielleicht der soll geheilt werden. Oh ja, der auf dem Rollstuhl, der soll. Oh, der mit Krebs, der muss. Ja, die mit den schlimmen Krankheiten, die zuerst. Jesus liebt dich. Jesus sieht dich. Jesus sieht dich, wo du zu Hause bist. Und Jesus geht es nicht um die Schlimme der Krankheit. Jesus geht es um den Glauben deines Herzens. Jesus sieht dich. Wir erleben seit ungefähr 2 Jahren die besten 2 Jahre des Missionswerks Strahlender Freude. Ja? So viele Heilungen wie noch nie. So viel Bekehrung wie noch nie, so viel Dämonenaustreibung wie noch nie am laufenden Band, ja. So viel Taufen, Heiligen Geist wie noch nie, so viel Wassertaufen wie noch nie, so viel Finanzen wie noch nie. Wir haben die besten 2 Jahre hier. Alle Leute machen Trübsal, oh, ist so schlimm alles. Nein, wir haben gute Zeiten. Wir sind gesegnet. Weil der Segensgeber hier ist, Jesus Christus, ja. Und wir kriegen so viele Zeugnisse von Menschen, die geheilt werden und die sagen, wow, wir wurden geheilt, wow, Daniel, voll stark und macht weiter noch im Dienst. Und wir machen das ganz bewusst, weil jetzt ist die Zeit der Ernte. Die Ernte ist reif, der Arbeiter ist wenig. Jetzt müssen wir verkündigen, lade dich ein, mach nicht wie die Gesetzesgelehrten Trübsal über alle Probleme, sondern fang an, jetzt das Wort Gottes zu predigen. Jetzt ist die Zeit zur Verkündigung, jetzt ist die Zeit zu wuchern, jetzt ist die Zeit, das Evangelium zu predigen, da wo du Chancen hast. Jetzt ist die Zeit. Halleluja. Genau, und dann erleben wir ganz viele Menschen, die uns sagen, hey Daniel, wow, ich bin geheilt worden. Und wir wollen ein Zeugnis kurz hören, bevor wir zum Ende kommen und dann zum Wort der Erkenntnis kommen. Ein Zeugnis von dem, wie Gott geheilt hat, als Ermutigung für dich, und wir werden dann auch das gleich erleben. Genau, wir haben das Zeugnis schon vor ein paar Wochen bei unserem Heilungsabend hier gehört, aber es ist gar nicht schlimm, wenn du es jetzt zum zweiten Mal oder vielleicht sogar zum dritten Mal hörst, weil das Zeugnis ist definitiv wert, auch nochmal gehört zu werden. Das ist von einer Frau, sie heißt Rola Ahrens und hat es uns im Juli dieses Jahr zugeschickt. Falls du gerade zufällig zuhörst, danke, dass du dein Zeugnis mit uns geteilt hast und dass wir das hier weiterteilen dürfen. Und wir glauben echt, dass der Herr dadurch ja auch andere berühren kann. Und sie schreibt: Hallo ihr Lieben, seit circa 6 Monaten nehme ich, leider bis jetzt nur online, an euren Gottesdiensten teil. Und ich merke so sehr, wie der Heilige Geist mich verwandelt und mich entfacht. Heute aber möchte ich mein Heilungszeugnis teilen. Vor 2 Tagen habe ich abends den Heilungsgottesdienst am 7. Juli dieses Jahr angeschaut. Mein Grund war eigentlich nicht Heilung für mich selbst, sondern ich wollte lernen, wie ich andere in die Heilung führen kann. Während der Predigt aber habe ich dann etwas verstanden. Ich habe Jesus den Weg zu mir und zu meiner Heilung versperrt, weil ich die innere Einstellung hatte, dass meine körperlichen Beschwerden, die sich vor ungefähr 2 Jahren in meiner rechten Schulter eingeschlichen hatten, nicht der Rede wert seien. Sie sind nicht schlimm genug. Und außerdem bin ich stark, ich kann die schon aushalten. Diejenigen, die Krebs haben, die mit den unheilbaren Krankheiten, die kommen zuerst. Durch das Gleichnis in Markus 1, Vers 40 und Jesu Antwort auf die Frage nach Heilung, wo er sagt, ich will dich heilen, ist etwas in mir passiert. Dieses Bekenntnis zu mir, dieses Ich will, hat mich so angerührt. Und gleichzeitig ist mir das Fehlen dieses Satzes in meinem Leben so schmerzhaft bewusst geworden. Aber trotz des Schmerzes habe ich das Versprechen Jesu greifen können und ich habe mich von seiner Liebe durchströmen und mitnehmen lassen. Dadurch ist meine Identität in Jesus Christus wieder stärker geworden. Und vor allen Dingen, die Liebe hat über den inneren Schmerz gesiegt. Als wir dann später auch für geistige Übertretungen und Missbrauch gebetet haben, konnte ich die Dinge, die mein irdischer Vater mir an Verfehlungen angetan hatte, ans Kreuz tragen und vergeben. Aber zurück zu meiner Schulter. Die hatte ich in der Zwischenzeit eigentlich ganz aus dem Blick verloren. Als ich mich dann gestern getraut habe, meine Schulter zu prüfen und die Bewegungen zu machen, die mir sonst wehgetan haben oder die gar nicht möglich waren, kam dann das Wunder. Es ging wieder. Ich habe meine beiden Arme gekreist, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, seitlich und dabei immer wieder gerufen, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Die ein oder andere Bewegung hat noch ein bisschen wehgetan, aber ich konnte sagen, geh weg, ich lasse mir mein Wunder nicht nehmen, danke Jesus. Und das alles liegt jetzt, als sie uns schreibt, 1,5 Tage zurück. Durch die wiedergewonnene Bewegungsfreiheit habe ich Muskelkater, aber auch das wird vergehen. Gott ist so gut und so groß. Und für mich ist klar geworden, vor der äußeren Heilung kommt die innere. Und der Heilige Geist hat mich an den Ort geführt,
an dem ich Jesus die Tür aufmachen konnte und mich von ihm führen lassen konnte. Halleluja, was für ein Schritt. Halleluja, wir freuen uns so sehr, das, was Gott tut. Und wenn du eine Heilung erlebt hast, ein Zeugnis erlebt hast, lass es uns wissen, schreib es uns, weil Zeugnis geben ist wichtig für die Vollendung, für Vollständigkeit der Heilung, ist ganz, ganz wichtig und auch für das, dass andere Leute das eben bekommen können. Wir werden gleich ins Praktische hineingehen und ich lade dich ein, dann währenddem auch das zu erleben, das, was Gott für dich vorbereitet hat. Wie gesagt, du bist nicht einer von vielen, Jesus sieht dich. Er liebt dich. Amen. Und die gleiche Frage, die Jesus dem Kranken gestellt hat, frage ich dich heute. Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Willst du eine Antwort auf dein Problem haben? Seine Gegenwart reicht aus. Und Gott ist hier. Wo zwei oder drei zusammen sind, ist er mitten unter uns. Und 2. Korinther 3, 17 sagt, der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Hier ist Freiheit. Amen. Lukas 4, Vers 18, Jesus spricht es ganz deutlich, ein alttestamentliches Wort, was schon ausgesprochen wurde im Alten Testament. Und er spricht es aus und er macht ganz deutlich und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Der Geist des Herrn ist auf mir. Weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene Freiheit auszurufen, Blinde, dass sie wiedersehen, Zerschlagene Freiheit hinzusenden. Und es geht schon los und ich spreche es mutig aus und wer es packt, wird es jetzt bekommen. Wenn du arm bist, egal in welche Bereiche, Gott kommt heute und gibt dir eine gute Botschaft. Wenn du gefangen bist in Schlaflosigkeit, wenn du gefangen bist in deinem Körper, wenn du gefangen bist im Seelischen, heute kommt Freiheit. Dafür hat Gott Jesus gesalbt, damit der Gefangenen Freiheit ausrufen kann. Ich rufe aus Freiheit. Wenn du das packst, bist du frei. Blinde, dass sie wieder sehen. Wenn du nicht sehen kannst im Geistlichen, wirst du ab heute sehen, wenn du das glaubst. Sei sehend. Sei sehend. Und zerschlagene Freiheit hinzusenden. Vielleicht bist du zerschlagen und dein Vater hat irgendwas Blödes über dich gesagt. Deine Ex-Frau, dein Ex-Mann hat dich fertig gemacht und du bist zerschlagen am Ende. Du wurdest gemobbt im Geschäft und du weißt nicht mehr weiter. Und du bist zerschlagen und fühlst dich wieder ausgeraubter am Boden. Es kommt der barmherzige Samariter. Nein, Jesus Christus selber kommt. Und er nimmt dich an der Hand und er holt dich raus und sagt, ich möchte, dass wenn du zerschlagen wurdest, dass Freiheit hineinkommt in dein Leben. In dein Leben. Halleluja. Ich glaube, das ist jetzt ein Moment, wo wichtig ist. Wenn du erlebt hast, dass du zerschlagen wurdest, steh mal kurz auf. Und wir werden jetzt gleich hinein Freiheit hineinsprechen. Vater, ich spreche jetzt Freiheit hinein in jeden Einzelnen, wo es Zerschlagung erlebt hat, in Jesu Namen. Und ich danke dir, Vater, für alle, die auch online zuschauen, die jetzt dabei sind. Wir sprechen aus Freiheit zu deiner Ehre. Und wir vergeben diesen Menschen, die uns zerschlagen haben. Und ich spreche Freiheit aus über jede einzelne Person, die jetzt hier ist. Sprech mir kurz nach, auch online, wenn du dabei bist, spreche kurz nach. Danke, Jesus, für dein Wort. Ich wurde zerschlagen, aber ich komme jetzt zu dir. Ich empfange deine Freiheit. Ich vergebe meinem Schuldigen. Und ich empfange deine Heilung. Ich nehme es in Anspruch. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei, weil du mich frei gemacht hast. Amen. Kannst du wieder hinsetzen? 1. Petrus 2, 24, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Nicht geheilt werdet. Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Du bist bereits geheilt. Du musst nicht warten, bis die Bewegung da losgeht vom Engel. Du musst nicht auf die Kraft warten, die irgendwann kommt. Du bist bereits geheilt. Die Lösung ist bereits da. Mach mal ein bisschen mit.
Die Lösung ist schon da. Du bist geheilt, auch wenn dein Knie was anderes sagt. Wenn der König spricht, dann hat es was zu bedeuten, nicht wenn deine Umstände was sagen. Ich lade dich ein, dass du nicht etwas empfängst vom Himmel, sondern kapierst, was schon drin ist vom Himmel in deinem Leben. Du bist frei durch das Blut Jesu Christi. Vollständig, 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 vollständig. Wenn du das kapierst, brauchst du keine Berührung von außen mehr. Du hast es ergriffen. Aber deine Erfahrung, deine Vorstellung, deine Symptome, deine Vergangenheit sagt das Gegenteil. Wichtig ist nicht, was deine Symptome, deine Erfahrung, deine Vorstellung oder dein Körper sagt. Wichtig ist, was der König der Könige sagt. Als ich damals unheilbar krank war, ich habe so rumgehumpelt die ganze Zeit, konnte nicht laufen, habe ausgesprochen, durch seine Striemen bin ich geheilt. Es ist geschehen. Und ich habe es ergriffen im Glauben, habe eins verstanden, das, was mein Körper sagt, ist eine Realität. Das, was das Wort sagt, ist die Wahrheit. Und mit der Wahrheit Gottes können wir jede Realität verändern. Wir werden jetzt in das Wort der Erkenntnis reingehen. Darf ich an das Mikrofon hin? Ich lade dich ein, dass du jetzt gleich Worte der Erkenntnisse, die werden hier ausgesprochen gleich eben, wenn das für dich dran ist, also wenn es für dich, wenn es dich trifft, möchte ich ermutigen, in diesem Moment, wenn es ausgesprochen wird, es zu ergreifen. Wenn du ein Wort der Erkenntnis hast, komm kurz nach vorne, kurz meinem Papa sagen und dann ab nach vorne. Spreche es aus. Während das Wort der Erkenntnis ausgesprochen wird, wird Freiheit zustande kommen. Wie Jesus das sagt. Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Oder im Vorzeichen, steh auf, nimm deinen Stuhl und geh umher. Habt ihr richtig gut gemacht heute. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele das gleich packen beim ersten Mal. Lob von meiner Seite, ja? Voll gut. Ich lade dich ein, wenn du jetzt ein Wort der Kenntnis hast, komm kurz zu meinem Vater vor und dann lass es hier raus. Wort der Kenntnis. Was jetzt kommt, ist der Heilige Geist spricht und hier ist ein Ort der Freiheit. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jetzt diesen Raum erfüllst und dass jetzt Worte des Lebens zustande kommen, die Veränderung bringen, auch am Livestream. Wir lassen bewusst an, auch für euch. Ist noch an, oder? Ja, ist noch an, wunderbar. Ich möchte dich einladen, wenn du es hörst, jetzt gleich, dass du diese Worte der Kenntnis nimmst im Glauben und in diesem Moment handelst und in diesem Moment erlebst du Freiheit, vollständige Freiheit. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jetzt diesen Raum erfüllst und dass hier ein Ort der Begegnung Gottes sein wird, zu deiner Ehre, in Jesu Namen. Lass uns bitte in Zungen beten. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass jetzt ein Fluss, das Bethesda jetzt zustande kommt, ein fließendes Wasser jetzt fließt, in Jesu Namen, zu deiner Ehre. Und ich danke dir, dass Worte des Lebens beginnen. Worte des Himmels, in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hast du was? Ja. Fang an, sei der Durchbrecher. Und zwar ist es eine Person im Livestream, ein Elternpaar, und ich habe gespürt, dass ihr euer Kind verloren habt. Und weil ihr an Christus glaubt, habt ihr euch nicht erlaubt zu trauern, und dadurch ist etwas in eurem Herzen hart geworden und ihr dient weiter Gott und das ist ganz toll. Und ihr seid echt ein Vorbild, weil ihr da so durchgegangen seid. Aber Gott möchte euer Herz heilen und möchte eure Trauer zulassen, weil Gott mit euch weint. Und er will, dass ihr alles ausschüttet an Trauer, an Tränen, die ihr euch verdrückt habt. Er möchte dein Herz heilen. Lass zu, dass dein Herz heute geheilt wird. Wir sprechen Freiheit. Wir sprechen Freiheit aus in dein Leben. Sei geheilt in Jesu Namen. Gott einfach tiefe seelische Schmerzen heilen will. Und Vater, ich danke dir, dass du das genau jetzt tust, Vater, dass du die Menschen, dass du sie in den Teich von Bethesda reinlegst, Vater, und wir sprechen vollständige Heilung und Wiederherstellung an Körper, Geist und Seele im Namen Jesus, Herr. Amen. Wer eure Gedanken kontrolliert, der kontrolliert euch. Wer kontrolliert eure Gedanken? Jesus Christus ist der Herr. Vater, wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi jetzt.
Wir danken, dass kein falscher Gedanke reinkommen kann. Wir nehmen den Schild des Glaubens, indem wir auslöschen können, alle feurigen Pfeile des Bösen in Jesu Namen. Und die Gedanken nehmen wir jetzt unter die Ordnung Gottes, auch da, wo du zu Hause bist, in Jesu Namen. Wir zerbrechen jetzt diese Lügen, die in deinen Kopf hineingeschossen wurden. Sei frei in Jesu Namen. Amen. Ich habe ein Bild gesehen von einem Schild, da stand ganz fett privat drauf. So wie an Parkplätzen, da stehen manchmal solche Schilder, privat, darf keiner dran. Und es ist jemand da, der hat so ein Schild in seinem Leben. Es gibt einfach Bereiche, die sind privat, die gehen niemandem was an und die, da lässt er auch Gott nicht dran. Aber dieser Mensch hat sich ausgestreckt nach Heilung, nach etwas von Gott. Und Gott sagt dir einfach, dass wenn du dieses Schild nimmst, dieses Schild rausreißt aus deinem Leben, diese Bereiche öffnest für ihn, dann wird Gott dich heilen und dann wird Gott wirken. Diese Sache jetzt raus in Jesu Namen. Ich lade dich ein, wenn du hier bist und gerade zuschaust, dass du dieses Privatschild wegmachst und sagst, Jesus, komm in die privatesten Bereiche meines Herzens jetzt rein. Wir sprechen aus, dass jetzt da Freiheit reinkommt in Jesu Namen, auch wenn du hier bist, dass in deine privaten Bereiche jetzt das Licht Jesu hineinkommt, dass das alles rausgeht, was da nicht hineingehört in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Also ich habe ein Kind gesehen und auch Landschaft darum, aber dieses Kind hat sich verändert in die Formen, die es hat und ich glaube, dass die Person einfach den kindlichen Glauben verloren hat. Also du siehst nicht mehr die Umgebung, du siehst nicht mehr die Formen, du siehst einfach nur noch Kanten, du siehst nur noch deine Realität, aber Gott will dir sagen, dass das, was er in deinem Leben machen will, das ist nicht rational. Komme wieder zurück zu diesem kindlichen Glauben. Wow. Vater, wir danken dir, dass jetzt rationales Denken ein Ende hat in Jesu Namen. Wir zerbrechen diese ganzen Bollwerke des Feindes in Jesu Namen und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir sprechen jetzt aus, wieder kindlicher Glaube in Jesu Namen. Neuer, frischer, sauberer, lebendiger Glaube in Jesu Namen. Und wir zerstören diesen ganzen deutschen, österreichischen, schweizerischen Grundgedanken, dass wir alles kapieren müssen. Nein, wir dienen dem König, der kapiert alles. Halleluja. Und wir segnen ihn. Und ich danke dir, dass jetzt himmlischer, biblischer, lebendiger, kindlicher Glaube zustande kommt. Und wenn wir nicht werden wie die Kinder, werden wir nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Wir sprechen es aus zu deiner Ehre. Kindlicher, guter, besonderer Glaube in Jesu Namen. Danke, Jesus. Halleluja. Richtig gut, was hier abgeht. Halleluja. Ich habe gesehen, dass im Livestream jemand ist mit Knieschmerzen und dieser Knieschmerz hängt zusammen mit Unvergebenheit. Vielleicht wurde das verursacht durch einen Unfall. Gott ist dabei zu heilen, wenn du vergibst. Wir sprechen jetzt hinein, Heilung, Geist, Seele und Leib und Unvergebenheit raus in dem Namen des Herrn. Ich lade dich ein, dass du jetzt vergibst. Genau jetzt, wenn du dran bist, vergib jetzt und erwarte, dass Heilung jetzt fließt in Jesu Namen. Es gibt viele Geschwister, die für Heilung gebetet haben und haben Wunder gesehen und trotzdem ist der Glaube dann weg gewesen und die Krankheitssymptome sind wieder aufgetaucht. Und Enttäuschung ist dadurch natürlich entstanden und Gott möchte das heilen. Gott wirkt immer noch, Gott wirkt endlos und du darfst weiterhin an Wunder glauben, du darfst aufhören zu zweifeln. Amen, wir nehmen es in Anspruch in Jesu Namen. Halleluja, Vater. Ich möchte hier sprechen für alle Menschen, die hier im Saal sind oder auch online. Der Herr hat euch die Herzen geöffnet und wir danken dafür. Ich möchte euch bitten, dass ihr jeden Morgen aufsteht und sagt, ja, ich bin Gottes Kind. Ich nehme die Heilung an. Lasst es fallen, diese Krankheiten, das Belastende, was euch irgendwie kränkt und euch irgendwie beschäftigt. Nehmt es an, was von Gott kommt. Nehmt ihn an und dankt ihm dafür, für das Öffnen des Herzens. Amen. Jesus. Ich habe gesehen, dass Gott jemand größere Schuhe anziehen will. Es äußert sich bei dir manchmal so, dass du merkst, dass dein Schuh drückt
oder dass du manchmal denkst, ah, ist mein Fuß jetzt irgendwie breiter geworden oder länger. Und das bedeutet, Gott sagt dir, zieh deine kleinen Schuhe aus und zieh die größeren Schuhe an, die Gott dir geben will. Sehr gut. Das ist oft ein prophetisches Bild für größeren Dienst, für Breiteres. Ja? Und wir sprechen hinein, dass Neues zustande kommt. Die alte Beschränkung, die alte kleinen Dinge hören jetzt auf. Etwas Großes, Neues und Gutes kommt zustande. Und wir sprechen hinein, mehr Heilungen, mehr Durchbrüche, mehr Befreiungen in Jesu Namen und größere Schuhe. Dass die Sache sich aber, das Zelt erweitert sich. Der Pflock tun wir nach außen. Und danke, dass es jetzt größer wird und breiter in Jesu Namen. Hast du noch was, Papa? Nein? Okay. Gut. Wer von euch wurde heute gesegnet? Halleluja. Wir wollen gleich wollen wir zum Ende kommen. Aber bevor wir zum Ende kommen, wollen wir nochmal einen Schritt des Glaubens zusammen machen. Jesus hat hier gefragt, willst du gesund werden? Du hast deine Antwort heute gegeben. Du hast heute etwas bekommen. Du hast deine Antwort gegeben und die Aussage von Jesus ist ausgesprochen. Das Wort Gottes heilt. Und er hat gesprochen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Ich habe vorhin gesagt, steh auf, nimm deinen Stuhl und geh umher. Ich lade dich ein, ohne dass wir jetzt rumlachen, dass du jetzt einen Schritt des Glaubens machst und sagst, ich mache es sichtbar oder klar und deutlich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich werde gleich meinen Stuhl nehmen, aber nur wenn du es Glauben hast. Ansonsten ist es lächerlich, ja? Nur wenn du Glauben hast. Nimm es einmal im Kreis gehen und wieder zurück, ja? Also nicht lange rumlaufen und so. Hat nichts zu bedeuten. Das ist nur eine Aussage, die kommt. Und wenn du es mit Glauben verbindest, dann ist es ein Durchbruch vom Himmel. Okay? Lade dich ein. Das ist sozusagen der Schritt des Glaubens, wo du es sichtbar machst vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und klar machst von diesen Dingen. Lobpreisteam darf schon nach vorne kommen.